Herzlich willkommen zurück zu GTA V mit Airesu. Ich bin Airesu und wir sind Lamar. Der da. Moment, wir sind nicht Lamar, wir sind Franklin. Franklin. So, wir haben die Autos hier gerade hergebracht. Hier sind noch andere Autos. Oh, was ich noch machen wollte, einen Moment mal. Ich drück mal kurz auf... Moment, vielleicht kriegen wir das ganz schnell. Audio, Musiklautstärke können. Radio. Moment mal. Safe Radio Modus. Automatisch. Nein, das ist alles nicht richtig. Wo ist denn aus? Radio aus. Oh, da war's. Und nochmal alles komplett durchklicken. So. Gleich haben wir's. Wunderbar. Perfekt. Okay. Unsere Quest ist ins Auto steigen. Das hier ist unser Auto. Gut. Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes einzigartiges Fahrzeug. Das ist das falsche Radio. Oh, da. Da sind Leute drin. Und ich brauche ein... Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. So, okay, ich kann mit der Taste Q umschalten. Verdammt, da war's. Ah. Ich will nicht. Moment mal kurz. Einstellung. Und Radiosender. Moment, Musiklautstärke. Aus. Was ich an sich lieber hätte, wäre einfach nur Radio aus. Das gibt's bei ein paar Spielen. Aber hier offenbar nicht. Ich hoffe, das Spiel hat nicht irgendwo tatsächlich eigene Musik, die man hier hätte anlassen können. Wo fahren wir eigentlich gerade hin? Ich folge einfach der Karte. Die Karte wird schon wissen, wo es lang geht. So, ganz ruhig. Wir haben eine Abkürzung gefunden. An sich sollten wir hier richtig sein. Ich nehme an, wir müssen von der anderen Seite hin. Entschuldigung. Hör auf, meinen Fahrstil zu kritisieren. Der ist toll. Hoppala. Falsches Haus. Entschuldigung. Ja, und gleich sind wir auch da. Gleich. Speichere Fahrzeuge, indem du sie in der Garage parkst. Das können wir machen. So, kein Problem. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Können wir sympathischere Protagonisten haben, bitte? Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the... Setz dich auf die Couch, um fernzusehen und andere Aktivitäten auszuprobieren. Okay, durch Essen oder Gesundheitspakete können wir uns heilen. Wenn ich im Bett schlafe, wird der Spielstand gespeichert und es vergeht einige Zeit. Okay. Spielstand speichern außerhalb einer Mission mit der Option Schnellspeichern auf dem Handy. Ist in Ordnung. Kleidung kannst du beim Kleiderschrank wechseln.
Und das ist wahrscheinlich gerade gar nicht so schlecht. Yay, ich habe bestanden. Für erfüllte Missionen erhältst du Punkte basierend auf den Herausforderungen. Du kannst Missionen erneut spielen, um mehr Punkte zu erhalten. Missionsergebnisse können nicht zum Rockstar Sozial Club hochgeladen oder gespeichert werden, wenn ein Kontrollpunkt erneut versucht wird. Moment, können nicht oder können? Ich glaube, da stand, die können nicht. Vom Menüpunkt Spiel aus kannst du Missionen nochmal spielen, wenn du nicht schon auf einer Mission bist. Okay. Anzüge. Haben wir einen Anzug? Keine Gegenstände. Sakkos. Keine Gegenstände. Was haben wir denn? Das sieht in Ordnung aus, denke ich. Oh, Breen. Haben wir Breen? Sonnenbreen. Gut, keine Breen. Haben wir noch vernünftige Schuhe irgendwo? Nee. Okay. Also, erstes Ziel, Geld verdienen, Kleidung kaufen. Okay. Das Atomic Luftschiff wurde jetzt freigeschaltet. Rufe den Luftschiffverleih und... Luftschiff! Weiß nicht, ob das jetzt wirklich passend ist. Hier komme ich nicht raus. Du kannst jetzt auf das Interaktionsmenü zugreifen, indem du M gedrückt hältst. In diesem Menü kannst du markieren. Okay. Ich will jetzt erst einmal hier raus, aber ich... Doch, ich darf raus. Sehr gut. Simeon ruft an. Gut. Leertaste. Nicht Leertaste. Enter, um den Anruf anzunehmen. Oder Backspace, um abzulehnen. Okay, ich habe den Anruf verpasst. E-Mail? Ich, nicht wir, von Tanisha Marx. Über die wurde schon geredet. Elf, ich weiß nicht, warum ich dir schreibe, aber glaube mir, es ist nicht, weil ich mir insgeheim wünsche, dass wir wieder zusammenkommen. Das will ich nämlich nicht. Nicht jetzt und nicht in Zukunft. Du bist, wer du bist und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich habe gewartet und gewartet und nichts hat sich geändert. Und jetzt treffe ich mich mit jemandem und bin endlich glücklich. Schön für sie. Nach allem, was ich durchmachen musste, als meine Brüder gestorben sind, weiß ich, dass das Leben, das du führst, nichts für mich ist. Das wusste ich schon immer. Ich habe dafür nicht die Kraft. Ich will es nicht. Ich will etwas anderes und sage... Ja, und das ist nicht Geld. Ich denke, ich sage auf Wiedersehen. Du wirst immer ein Freund sein, das weißt du, aber mehr nicht. T. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir einen Anrufbeantworter... Anruf haben. Eine Anrufbeantworter-Nachricht. Okay, dann... hole ich mal mein Auto ab. Das hier ist nicht meine... Oh! Simeon ruft wieder an. Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Okay, Franklin hat einen Kontakt bei S. Begib dich zu dem Kontakt, um eine Mission von Simeon zu bekommen. Gut, machen wir. Ich brauche zuerst mein Auto. Diese dämliche Tür. Macht, was sie will, nicht was sie soll. So, zum S fahren wir. Drive-by für Controller. Das Spiel denkt, ich bin so schlecht, weil ich Controller spiele. Das stimmt aber nicht. Das ist ein Kätzlein, das ist schön. Ich glaube, die gab es früher nicht. Da ist ein Schuh auf der Karte. Ist das ein Kleiderladen? Das ist kein Kleiderladen. Tschüss. Na. Kannst du mal bitte fahren? Hat dieses Auto keinen Rückwärtsgang? Okay, jetzt hat's hingehauen. Entschuldigung, ich... Ach Gott, dauernd... verhaken sich die Autos hier. Ich weiß nicht warum.
Okay, warum will das jetzt nicht mehr fahren? Fahr, Auto, fahr. Ah, okay. Ich bin wieder frei. Bin nicht sicher, ob es an meinem Fahrstil liegt oder es verbuggt ist. So, ah, wir sind fast da. Gleich sind wir da. Da haben wir einen Waffenladen. Warum ist dieses Auto so doof? Liegt das am Auto? Testen wir das mal. Okay, dieses Auto funktioniert. Dann ist das jetzt unser Auto. So. Ich bin gleich da, Simon. Ich glaube, das ist gleich unser Auto. Simon, was sagst du? Warum sprintest du nicht, Lamar? Franklin. So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Cool. Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let das people Endfeld. Tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Ja, besser als der da, ne? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Of the Moss. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that... Ja, dann musst du besser arbeiten. Hey, maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Ja, wir sind ja unterwegs. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Entschuldigung. Tut mir leid. Oh Gott. Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit, all right? I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. He ain't Girl Scout. Entschuldigung. Your case, I ain't so sure about that. Entschuldigung. Yeah, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? Damn! Hör auf, dich zu beschweren. Down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Seht ihr, wie episch ich fahre? Das Spiel gibt mir Zeitlupe. Monster ist dann fehlgeschlagen. Macht's besser. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit.
the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some job for a dude, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. Ich verstehe die immer kaum, weil sie eben mit Slang reden und ich bin Slang nicht gewöhnt. Kein Slang. Deswegen kann ich einfach Slang sagen. Ist nicht so, dass es nur einen Slang gäbe. Ja, wir sind doch da. Okay, wir suchen ein Moped. On top. Hey, what's up, homie? You all right? No, wait! Away from me! We're for Zappo agents! Der ist verrückt, okay. Lass den in Ruhe. Der hat nichts getan. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Wir können schon wieder nicht sprinten. Das ist kein Moped. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? Irgendwas sehr Schlimmes. Dog, chill. Do them Vagos look routine? This is shady ass alley. Okay, jetzt kann ich wieder sprinten. We on the wrong side. Jetzt nicht mehr. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Okay, durchsuchen. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hallo. Hola, SA. Wir suchen ein Auto. Moped. Warum? Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Verdammt nochmal. Okay, Tab fürs Waffenrad. Wow, der hatte eine Menge Munition bei. Find your bitch ass some cover. Homie, get out. Shit, on your left. Hey, one down. Hit the floor, homie. You motherfucker. Bitte hört auf mich zu schießen. Leute, ich will euch nichts tun. These marks don't even know what we're here for. You just blast they people. That might be why they're irritated. Motherfuckers on the scalp of the zombie. Shoot up that cannon. Even the shit out, homie. Grab a shotgun. Warum sollte ich eine Schrottflinte nehmen? Hier sind keine Zombies. Oh, Moment mal. Hier oben ist jemand. Oh. Moment. Follow me. Let's get through this. Wir haben immer noch nicht das. Aua. Ich bin gestorben. Nochmal versuchen. Shit, on your left. You a sad motherfucker. Get your fucking head. Ich glaube, das Spiel korrigiert ein bisschen, wo ich hinziele, denn ich ziele gerade nicht sonderlich gut, aber Franklin schon. Okay, ich habe schon wieder einiges abbekommen. Ja, okay. Somebody tell them niggas it's illegal repossession. You sure pick the right people to pick a fight with, nigga. Man, you make a punk look like a G. So. Nigga need help over here. Ja, ich helfe ja. Shoot that nigga. Bust his ass.
Ich arbeite dran und bitte hör auf, dieses Wort zu benutzen. Das ist mir sehr unangenehm. Au. Das lief wieder nicht gut. Okay, kein Problem. Nochmal. Ja, ich glaube, Center Point ist hier ein bisschen besser, als die ganze Zeit für auf Kopfschüsse zu setzen. So, okay, ich bin draußen. Ja, ich komm gleich. Bin gleich da. Ich glaube, Lamar ist tot. Lamar wurde im Stich... Wieso im Stich gelassen? Ich war doch auf dem Weg. Kann doch nichts dafür, dass der keine zwei Sekunden ohne, alleine auf sich aufpassen kann. Okay, den haben wir. Okay, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Oh. Den haben wir nochmal. Gar kein Problem. Alles ist gut. Man, we only came here for a bite. Schnapp dir das Moped. Gut, kein Problem. Wir holen das Moped. Und hopp. You driving, right? Ja. You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Ich hab nicht öfter geschossen, oder? Hab ich öfter geschossen? Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Ganz ruhig. Gleich haben wir einen Lama. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game. Fuck. That was get on this shit. Entschuldigung. Oh! Entschuldigung. This don't make no fucking sense. Motherfuckers getting away from him. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, Professor, you're right. And watch that shit, homie. Gleich haben wir ihn, ganz ruhig. Oh, Entschuldigung. You slipping, fool. Ja, ganz ruhig, keine Sorge, ich pass schon auf. Hier wird niemand getroffen. Entschuldigung. Oh! Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich arbeite dran. Aber er fährt zu gut. Er fährt Ausweichmanöver und so. Moment, ist der auf dem vorderen oder auf dem hinteren Motorrad? Glaubt der da ist es.
Oh, ja, das war er. Ja, gleich. So, Moped, Moped, Moped. Da ist das Moped. Gut, kein Problem. Dein Fahrenwert verbessert dich durch Erreichen der Höchstgeschwindigkeit. Erfass Zusammenstöße wie die Sprünge und Landungen auf allen vier Rädern. Ich habe aber nur zwei. Oh! Entschuldigung! Oh Gott, wer hat denn das da mitten in den Weg gestellt? Ich hoffe wirklich, dass dieses Moped das wert ist. Naja, wahrscheinlich ist irgendwas Wichtiges in den Kanistern da hinten drin, ne? Außerdem, das Ding hier soll so schnell sein. Die haben die ganze Zeit gelobt, dass das so eine Höllenmaschine ist und so. Das wirkt auf mich nicht wie ein besonders schnelles Moped. Ich meine, ich benutze hier nicht die Höchstgeschwindigkeit gerade. Weit davon entfernt. Aber rein vom Design her hätte ich hier nicht unbedingt damit gerechnet, dass das schnell ist. Warum hupen die dauernd? Oh Gott! Kann ich auch hupen? Wenn ja, mit welcher Taste? Wow! Das war definitiv so geplant und überhaupt kein Glück. Oh! Au! 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 Okay, alles gut. Nichts passiert. Kenne ich aus mehr, ey. Ich bin Fahrradfahrer. So. Und weiter geht's. Entschuldigung. 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 Oh, au! Aua! So, gleich haben wir es geschafft. Und jetzt haben wir es geschafft. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Toll, jetzt haben wir auch noch Simon beklaut. Regisseur, Modus, Akteur, Freischaltung, Simeon. Okay, ich weiß nicht, was das ist. So. Ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Also, Story-Charaktere werden im Laufe der GTA 5-Story für den Regisseur-Modus des Rockstar-Editors freigeschaltet. Ah, okay. Gut, also, ich hoffe, es hat gefallen. Du kannst überall in San Andreas Fremde und Freaks treffen. Du findest sie bei Fragezeichen. Gut. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, leb wohl, hinter die Kommentare und benutze X, um dich zu ducken, während du in einem Fahrzeug... Okay. Gut. So, also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.